Mein Land an Kocher, Jagst und Taube, bin ein Hohenloher Bauer, schäm mich nicht um fremde Herren, ziehe keine fremden Kerren. Herzlich willkommen bei Boden und Leben, dem Podcast rund um 20 Zentimeter, die die Welt ernähren. Mein Name ist Michael Reber und ich freue mich auf die heutige Folge mit dir. Mein Land an Kocher, Jagst und Tauber, bin ein Hohenloher Bauer, scher mich nicht um fremde Herren, ziehe keine fremden Kerren. Ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Podcasts Boden und Leben. Wie die meisten von euch schon wissen, betreiben wir hier selbst eine Biogasanlage und das Thema Biogas ist wieder mal hochaktuell, beziehungsweise leider bei der Politik nicht aktuell, und deswegen war jetzt gestern Abend relativ spontan die Idee, heute eine Folge aufzunehmen zum Thema Biogas, Zukunft von Biogas im Rahmen der erneuerbaren Energien in Deutschland. Und ich habe heute zu Gast Uwe Weltecke-Fabricius. Hallo Uwe. Ja, hallo Michael, sehr schön. Ja, wir kennen uns schon ein bisschen. Wir haben uns aber erst 2-3 Mal getroffen, aber ansonsten sind wir immer wieder lose in Kontakt. Und ja, die Idee zum Podcast hatten wir schon bei der Biogasmesse in Nürnberg, aber da hattest du volles Programm. Und am besten stellst du dich den Leuten kurz selber vor und dann steigen wir dann ein. Ja, gerne. Danke, dass ich hier bei dir zu Wort kommen kann. Ich habe dann großen Respekt vor deiner Arbeit im landwirtschaftlichen Bereich. Aber ich komme ja aus einer ganz anderen Ecke. Ich komme aus dem Bereich Energieeffizienz. Ich bin gelernter Schreiner und Ökonom und seit 10 Jahren jetzt im Bereich Biogas unterwegs. Na klar, da wird man auch ein bisschen von Landwirtschaft beleckt. Aber das Hauptthema ist bei uns, dass wir feststellen, Biogasanlagen müssen halt in Zukunft flexibel einspeisen. Die müssen sich so verhalten, dass sie die Stromgewinnung aus Wind und Sonne ergänzen. Und wir müssen natürlich auch mit allen Ressourcen effizient umgehen. Das heißt, das Ausnutzen, dass wir aus den biogasgetriebenen Blockheizkraftwerken auch Wärme kriegen. Und diese Wärme muss möglichst vollständig und so verwertet werden, dass sie möglichst fossile Brennstoffe verdrängt. Also diese beiden Dinge sind mir sozusagen in die Wiege gelegt, und das Themenbereich Biogas Anwendung finden, das ist mein Thema seit etwa 10 Jahren. Dafür hat sich so ein Netzwerk gebildet von mittelständischen Unternehmen. Das Netzwerk Flexperten haben wir das getauft. Ja, den meisten Biogasbetreibern inzwischen bekannt, dadurch, dass wir halt so, ich jetzt selbst hauptsächlich in Lobbyarbeit unterwegs sind, aber auch, dass wir Seminare anbieten, die erfolgreiche Praxis Speicherkraftwerke heißen. Also wo existierende Biogasanlagen, die sich auf Speicherkraftwerke umgestellt haben, vorgestellt werden. Und die Biogasbetreiber, die es vielleicht noch nicht gemacht haben oder solche, die es überhaupt erst werden wollen, dann bei ihren Berufskollegen nachfragen können, wie die es denn machen. Und die stellen es bereitwillig dar. Und diese Sorte Seminare machen wir jetzt schon viele, viele Jahre mit, naja, nicht allzu durchschlagendem Erfolg. Aber ich bin Optimist und glaube daran, dass das gut weitergeht. Die Stimmung jedenfalls ist meistens gut. Gestern waren wir erst in Osnabrück und haben da bei der Deutschen Bundesstiftung Umwelt ein Seminar gehabt. Und da kommen dann hinterher einige und sagen, jetzt ist mir klar, wo Biogas in Zukunft stehen sollte und wie man das macht. Auch, ernährt uns so ein bisschen. Danke. Ja. Ja, das ist ja auch sehr wichtig. Also ich war jetzt vor einem Jahr, gebe ich zu, erst das erste Mal bei einem Seminar von euch, aber ja, wenn man lange in der Biogasbranche drin ist, irgendwann stellt sich ja die Frage, wie geht es weiter, wo investiere ich, und dann muss man sich halt informieren. Genau, du bist zum einen Sprecher dieses Netzwerks Flexperten, aber du bist auch im Präsidium des Fachverbands Biogas, bin ich richtig informiert? Ja. Ja, stimmt. Und im Vorstand der BEE.
ebenfalls. Aber vielleicht kannst du da kurz einfach was dazu sagen. Ja, der Bundesverband Erneuerbare Energien, das ist, glaube ich, eine ziemlich wichtige Sache. Da haben wir den Dachverband aller erneuerbaren Energien. Das ist ja natürlich ein breites Spektrum und die Wärmepumpen sind auch dabei und Speicher und Geothermie. Wind und Biogas tragen das hauptsächlich, PV natürlich auch, nur da gibt es halt nicht so viele deutsche Hersteller. Und da wird gemeinsam auch politisch vorgetragen, was diese Branche, die ja heute mehr als die Hälfte des Stroms in Deutschland herstellt. Ja, das ist ja nicht wenig. Also wir haben diese ganzen Fossilen inzwischen mengenmäßig überholt. Und diese Branche bündelt also diese Interessen. Und Simone Peter, unsere Präsidentin, bringt das in der Politik an. Wir haben eine politische Abteilung, die das unterstützt. Da ist auch die Sandra Rostek vom Fachverband Biogas aktiv, das Hauptstadtbüro Bioenergie. Und ohne diese Lobbyarbeit würde es auch unter einer Regierung mit grüner Beteiligung nicht so gut vorangehen, wie es im Moment geht. Das ist, denke ich, eine Arbeit, die getan werden muss. Das ist vielen vielleicht auch nicht so bewusst. Und der Fachverband Biogas spielt natürlich auch eine ganz wichtige Rolle, weil sagen wir mal so, ich habe Biogas so kennengelernt in der Phase, also den am Ende der Nullerjahre, wo auf einmal die Politik angefangen hat, der Biogasbranche lauter Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Und ein EEG hatte mehr Nachteile als Vorteile für die Branche. Und die Sicherheitsvorschriften wurden verschärft und Anforderungen hier, Anforderungen da. Da hat der Fachverband unheimlich viel zu tun und auch schon viel geleistet, um da das Schlimmste zu verhüten. Das ist vielleicht die vorsichtige Formulierung. es ist trotzdem noch schlimm genug gekommen. Wir haben seit 10 Jahren keinen Zubau mehr und es ist regelrecht in Vergessenheit geraten, dass Biogas eine erneuerbare Energie ist, die wir unbedingt brauchen für die Energiewende und für den Kampf gegen die Klimakrise. Eben, damit wären wir auch beim Thema, warum wir heute jetzt auch kurzfristig uns verabredet haben. Weil, sagen wir, mir ging es auch so, nachdem dieser Krieg in der Ukraine losging, die Preise explodiert sind, hatten wir vielleicht doch auch ein Stück weit die Hoffnung in der Biogasbranche, dass die Politik erkennt, wie wichtig, wie wertvoll eine heimische Energieproduktion ist. Bisher wurden diese Hoffnungen nicht erfüllt und jetzt gibt es ja ganz aktuell diese Kraftwerkstrategie, das ist nicht mehr ganz aktuell, aber jetzt wird es halt ein bisschen konkreter so langsam, von Habeck bzw. dem Bundeswirtschaftsministerium. Und ja, Biogas spielt wieder keine Rolle. Und vielleicht, sagen wir, das Ziel heute dieses Podcasts wäre einfach, weil du bist da der Fachmann, du kannst es auch mit Zahlen hinterlegen, was Biogas denn überhaupt leisten könnte als Anteil in dieser sogenannten Kraftwerkstrategie. Aber vielleicht fangen wir ein bisschen weiter vorne an. Wo steht Biogas heute? Und natürlich kann man sehr viel besser machen. Also auch selbst bei unserer Anlage ist noch ganz viel Potenzial, was Flexibilisierung etc. angeht. Aber wo können wir die Rahmenbedingungen entsprechend setzen, damit zum einen die Investitionen auf Biogasbetreiberseite getätigt werden, aber auf der anderen Seite auch vielleicht der Bürger, die Bürgerin merkt, dass das dazu beitragen kann, dass die Kosten halt günstiger sind wie das, was aktuell auf dem Tableau liegt. Ja, da hast du jetzt einen ganz breiten Bogen gespannt und ich greife das in der Antwort mal auf. Es macht Sinn, da mal zurückzugucken, warum das so ist und wo wir da stehen. Also als es in den Nullerjahren losging mit Biogas, da wurde 2004 der Navarro-Bonus erfunden. Ja, wenn man vorher immer den Kampf hatte mit landwirtschaftlichen Überschüssen und die Preise so niedrig waren, dass man landwirtschaftliche Nutzflächen stillgelegt hat, um die Preise zu stabilisieren. Und dann hat man gesagt, na, bevor wir die Flächen verwildern lassen, können wir doch auch Energie draus machen. Hat den Navarro-Bonus ins EEG reingeschrieben. Und da gab es den ersten Boom von Biogas.
Nur ein paar Jahre später hat sich das umgedreht und man hat festgestellt, schlechte Ernte, Getreide weltweit, Verknappung der Getreidepreise, ist ja doch nicht so weit her mit den Überproduktionsmengen und hat angefangen, das wieder einzusammeln. In der Zwischenzeit waren aber ganz viele Landwirte auf die Idee gekommen und haben gesagt, naja, da gibt es Kollegen und hier auch einen Anbieter, der hat mir gesagt, der stellt mir eine Biogasanlage hin, da muss ich ein, zwei Stunden am Tag da ein bisschen Futter reinwerfen aus meinem Silo. Und dann habe ich ein stetiges Einkommen durch Strom und wenn ich Glück habe, verkaufe ich noch ein bisschen Wärme. Das ist ja mal ein lohnendes Geschäft. Naja, so arg lohnend sind die Geschäfte in der Landwirtschaft nie, aber wenigstens stetig. Ja. Nicht so ein Auf und Ab wie bei den Getreidepreisen, wie bei den Milchpreisen. Das hat schon manche Betriebe und ihre wirtschaftliche Lage durchaus stabilisiert. So, und als das so angefangen hatte, war es natürlich dann eine ziemliche Enttäuschung, vor allen Dingen für Landwirte, die wahrlich anderes zu tun haben, als sich noch mehr Arbeit aufzuhalsen, als dann der Widerstand stieg und als es dann darum ging, dass man irgendwelche neuen und höheren Anforderungen erfüllen muss und dass man dokumentieren muss. Und dann war es dann eben doch nicht nur ein, zwei Stunden am Tag, sondern schnell mal ein paar Stunden mehr. Und da gab es also eine insgesamt eine Entwicklung, die so Ende der Nullerjahre, als 2012 im EEG damit kulminiert ist, dass die Politik gesagt hat, naja, ach, also das mit dem Strom, das können wir doch besser mit PV und Wind. Warum sollen wir dafür Biogas nehmen? Biogas ist höchstens sinnvoll, da wo man eben die Energiebedarfe nicht elektrifizieren kann. Im Schwerlastverkehr zum Beispiel oder im Flugverkehr. Also Biogasler, ihr habt da leider aufs falsche Pferd gesetzt. Ihr solltet mal lieber da Treibstoffe draus machen und dann euer Biogas, ja gut, Treibstoff, macht wenigstens Methan draus, also reinigt das auf und schickt das ins Erdgasnetz und dann kann man das an anderer Stelle vielleicht sinnvoller verwenden, als dass ihr da auf eurem Hof nur Strom in Dauerlast macht. Weil das, worauf ihr da so stolz seid, Grundlast, wir sind grundlastfähig, das werden wir ja nicht mehr lange brauchen. Okay. Das war so ein Anfang, wo das hat mein Kollege im Präsidium so genannt, die Politik will Biogas immer genau da, wo wir gerade nicht sind. Also das ist so ein bisschen versteckte Strategie, dieses einmal ins Leben gerufene Kind jetzt aber doch als ungeliebt irgendwo in die Ecke wiederzustellen. Das ist so ein bisschen die Erfahrung von vielen Landwirten. Und in diese Grundstimmung hinein kam dann der Aufruf, liebe Landwirte, jetzt flexibilisiert mal eure Anlagen, weil eigentlich, wenn ihr Strom macht, dann bitte nicht, wenn wir genügend Wind- und PV-Strom im Netz haben, sondern eben in den übrigen Zeiten. Ja. Das ist absolut richtig, aber es bedeutet für jeden Betrieb erstmal einen Umbau. Ja, mehr Leistung, mehr Gasspeicher und für die Wärmenutzung dann auch ein Wärmepuffer. Eine enorme Investition, immer auch mit Genehmigungsfragen verknüpft. Immer auch damit verknüpft, dass man neuere Anforderungen einhalten muss. Oft muss man in die Störfallverordnung und überschreitet irgendwelche Schwellen. Jetzt zum Beispiel aktuell, wenn ich da ein bisschen Motor dazu stelle und flexibel fahre, dann bin ich rasch über 2000 Kilowatt Feuerungswärmeleistung, also ungefähr 800 kW elektrisch. Da komme ich ja mit der Flexibilisierung schnell drüber. Und zack, muss ich in die Nachhaltigkeits-, Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung und diese Nachweise führen und habe nochmal ein, zwei, drei Tage Papierkrieg mehr. Das will doch kein Mensch. Und diese vielen kleinen Hindernisse tragen dazu bei, dass das mit der Flexibilisierung und mit der Fortführung von Biogas nicht so hoch im Kurs steht bei den Betreibern. Dabei bin ich ganz, ganz fest überzeugt, dass Biogas eine Grundfeste ist, insbesondere der Versorgungssicherheit für Strom und auch, dass wir mit Wärmenetzen im ländlichen Raum, wir können noch 5000 Wärmenetze zusätzlich mit Biogaswärme füttern.
und versorgen und damit die Wärmewende deutlich vorantreiben, weil sich das mehr oder weniger ergibt, wenn ich aus einer Biogasanlage ein Speicherkraftwerk baue, so nennen wir die flexiblen Biogasanlagen heute aus guten Gründen, dann ist da immer nämlich auch ein großer Wärmespeicher dabei. Und das ist eine wunderbare Grundlage für ein Nahwärmenetz. Und dann kann man auch andere Wärmequellen nutzen, wie eine Solarthermieanlage oder eine Wärmepumpe damit einbauen, die dann auch effizient ist, weil es eine große Wärmepumpe ist. Oder auch eine Abwärme aus einem Gewerbebetrieb, all das trägt bei vielen Speicherkraftwerken heute zur Nahwärmeversorgung bei. Und beides zusammen, Strom und Wärme und landwirtschaftliche Einkommen, das ist nun wirklich schon den Schweiß der Edlen wert. Ja, vielleicht sollte man den Begriff Speicherkraftwerk da nochmal ein bisschen tiefer ausarbeiten, ja, was, um da halt explizit auch die Stärken von Biogas hervorzustellen, ja, rauszustellen, warum ist Biogas da so wichtig im Vergleich zu PV und Wind? Ja, das ist tatsächlich absolut notwendig, auch schon deshalb, weil es in der Bevölkerung und in der Diskussion mit Journalisten und auch mit vielen in der Politik kommt ja ganz schnell: Wozu denn Biogas, wenn wir auf dem Hektar Fläche statt Mais anzubauen, da PV-Anlagen draufstellen, dann kriegen wir ja 50 mal so viel Energie raus. Das ist doch völliger Unsinn, das da mit Pflanzen zu machen. Ja, kenne ich. Da, ne, schon mal gehört. Ja gut, man muss dann erstmal feststellen, ja, 50 mal so viel Energie in Form von Gas, richtig, bedeutet aber erstmal nur 20 mal so viel Strom. Und ganz nebenbei, wir machen ja nicht nur 20 mal so viel Strom, sondern auch noch mal genauso viel Wärme. Das schafft die PV-Anlage schon mal nicht. So, und wirklich vergleichbar wäre das aber auch nur, wenn die PV-Anlagen auch Mondlicht verarbeiten könnten. Weil der Strom vom Biogas hat den großen Vorteil, dass er eben auch zur Verfügung steht, wenn Nacht ist. Und übrigens, nicht nur dann, wenn der Mond scheint, sondern sogar bei Neumond. Also, wir haben den großen Vorteil, dass der Strom jederzeit verfügbar ist. Das schafft man mit PV, mit Solarstrom, nur wenn man da eine Batterie dazu stellt. Und schwupps, haben wir vielleicht immer noch eine relativ hohe Flächeneffizienz, aber unbezahlbare Kosten. Also, wenn wir den Strom, den aus einer Biogasanlage bereitgestellt wird, wenn wir den über eine Batterie gleich viel Strom bereitstellen wollten. Ich nehme jetzt mal einfach eine 500 kW Anlage, die voll flexibilisiert ist, den Halbkugel Gasspeicher hat. Ja, wenn das, was da drin ist, verstromt wird, dann haben wir da 30 Megawattstunden. 15 Stunden lang 2 Megawatt, das ist ein ziemlich ausreichender Gasspeicher, um Wochenende zu überbrücken. Das wird ja in den meisten Speicherkraftwerken heute so gebaut. So, und wenn ich das versuche, aus einer Batterie rauszuholen, dann muss ich eine Größenordnung von heute einem hohen zweistelligen Millionenbetrag investieren in Batterie. Das machen wir uns gar nicht so klar, aber wir haben einen unglaublich viel günstigeren Chance, günstigere Möglichkeit in Form von dem Biogas auf der Anlage Strom quasi zu speichern und zur Verfügung zu stellen, als es Batterien jemals können. Damit Batterien da mithalten können, müssten sie unter 10 Euro pro Kilowattstunde kosten. Und mit Verlaub, davon sind wir noch um mindestens eine Zehnerpotenz, eher ein bisschen mehr, entfernt. So, das ist die Geschichte der Flächeneffizienz. Und das, was da mit gefragt war, was macht eigentlich ein Speicherkraftwerk aus? Wir haben am Anfang immer gesagt Flexibilisierung. Unser Netzwerk heißt ja Netzwerk Flexperten, weil wir uns damit sehr früh beschäftigt haben und sind von dem Begriff weggekommen und haben gesagt, nee, wir können, das ist mehr. Das sind regenerative Speicherkraftwerke, weil wir schon gespeicherte Energie in Form von Biomasse auf den Anlagen haben. Das ist der Langfristspeicher, wenn man so will, ne, der einen über den Winter trägt. Ja. Kleine Nebenbemerkung, die
Biomasse auf den Biogasanlagen, wenn die Silos im Herbst gefüllt sind, haben einen Energiegehalt, der beträgt etwa 50% der Energiemenge, die in den Gaskavernen drin sind. Davon haben wir ja in den letzten Monaten alle naslang Wasserstandsmeldungen gehört. Ne? Also jetzt sind von den 240 Terawattstunden, jetzt haben wir schon 80% gefüllt und dann waren es 90 und 93% und das hat die Presse drüber berichtet. Dass wir in den Silos unserer landwirtschaftlichen Biogasanlagen auch nochmal 100 Terawattstunden liegen haben, das hat keinen Menschen interessiert. Das ist auch vielen gar nicht bewusst. Ja, da liegt das jetzt halt gebunden. Das kann man nicht von jetzt auf gleich zu Strom machen. Das muss man erst vergären. Aber wir wissen heute, dass Biogasanlagen durchaus bedarfsgerecht die Vergärung auch mal beschleunigen und nach oben fahren können. Manche machen dann auf einmal dreimal so viel Gas wie sonst früher im Durchschnitt. Wenn sich's lohnt, geht viel. Und man kann auch endlich mal was ausprobieren, wenn man eine flexible Anlage hat. Dann haben wir den Gasspeicher voll, das ist auch ein Speicher. Das ist ganz wichtig für die Flexibilisierung, um das Gas aufzufangen, nämlich in den Zeiten, in denen wir das BHKW nicht betreiben, weil Wind und Sonne genügend da sind und der Strompreis niedrig ist. So, und dann kommt das BHKW. Das muss deutlich größer sein als früher. Hat jetzt nichts mit dem Speichern zu tun, sondern eben sozusagen mit der Verfügbarmachung von der gespeicherten Energie in Form von Strom und Wärme. Und da haben wir den witzigen Effekt, dass von dem eingespeicherten Gas in den großen flexiblen BHKW beim Ausspeichern sozusagen mehr Strom rauskommt, als wenn wir stetig eingespeist hätten. Also wir haben einen Wirkungsgrad, der liegt über 100%. Auch witzig, paradox klingt es. Aber es hängt damit zusammen, dass die früheren oder die typischen Dauerläufer halt kleinere BHKWs sind, ne, so bis 500 kW typische Größe, die haben einen schlechteren Wirkungsgrad als die großen Flex-BHKW. Die großen Flex-BHKW holen aus derselben Biogasmenge 10% mehr Strom raus. Das heißt, dass durch das Auffangen und das plötzliche Verstromen mit einem großen Motor kriegen wir mehr Strom raus als bei der stetigen Verstromung. So, dann der Strom muss nicht gespeichert werden und macht auch überhaupt keinen Sinn, den wieder in irgendwas Neues, Speicherfähiges umzuwandeln oder irgendwo. Selbst die Nutzung als Ladestrom ist nicht wirklich schlau. Ladestrom nur an Schnellladesäulen, da macht es Sinn. Ansonsten sind nämlich die Batterien in den Autos die eigentlichen Speicher. Die sollte man auch nutzen und nur dann laden, wenn wir PV und Windstrom ausreichend im Netz haben und das billig ist. Das wird auch kommen, ist aber heute noch nicht so verbreitet. Also der Strom muss jederzeit geliefert werden können und das können Biogasanlagen tatsächlich gut. Dummerweise machen es bisher erst weniger. Es sind ja bisher nur, zwischen hohen Preisen und niedrigen Preisen schwankt die Einspeisung der Biogasanlagen so um 400 Megawatt rauf oder runter. Bei fast 4000 Megawatt durchschnittlicher Einspeisung ist dieses Auf und Ab herzlich gering. Ja. Da komme ich gleich nochmal drauf vielleicht. Das Entscheidende aber, warum es noch Speicherkraftwerk heißt, ist ja, dass wenn ich nur in ganz kurzer Zeit viel Strom erzeuge, habe ich auch in ganz kurzer Zeit nur viel Abwärme. Und meine Wärmenutzer wollen aber die Abwärme nicht dann, wenn Strom gebraucht wird, sondern dann, wenn es kalt ist. Also muss ich das zeitlich entkoppeln und dafür große Wärmepuffer bauen. Das war früher häufig so, dass die Leute gesagt haben, naja, ach wieso, am Wärmenetz, ich habe da schon einen Wärmepuffer, da ist ein Speicher schon dran mit 50 Kubik oder 2x50, das ist doch schon ganz ordentlich. Nein, wir brauchen Wärmepuffer an einem Speicherkraftwerk, die fangen bei 1000 Kubikmeter an. Erstens sind sie dann viel, viel billiger als die kleinen Dinger pro Kubikmeter. Zweitens haben sie weniger Wärmeverluste. Und drittens sind sie halt die Grundlage dafür, dass wir in einem ganzen Wärmenetz die Wärme sicherstellen können, auch wenn das BHKW mal nicht nur ein paar Stunden, sondern vielleicht auch mal 2-3 Tage ruht, weil gerade eine Windfront über Deutschland zieht und eben unseren Strombedarf deckt. Das wird immer häufiger vorkommen.
beim jetzigen Tempo, enormen Zubau an PV und Wind, kommen diese Zeiten immer häufiger vor und immer häufiger wird es dann eine Qualität der Speicherkraftwerke sein, die Stromerzeugung mal anzuhalten, mal Luft zu holen, mal keine, also das Gas anzusammeln und mal eben nicht Strom zu produzieren. Luft holen sollte ich jetzt mal auch, weil ich glaube, ich habe das jetzt mal einigermaßen umfassend dargestellt, um was es da geht. Genau, also am Ende geht es ja darum, um dir Luft zu gewähren, dass wir, sagen wir mal ganz grob, an 4 bis 6 Stunden pro Tag nur noch Strom produzieren und vielleicht auch nur von Montag bis Freitag, ja, wenn der Bedarf da ist, wenn die Firmen laufen, ja, wenn die Haushalte Strom brauchen. Und ansonsten wird das meiste sicher PV und Wind leisten können. Zum anderen vielleicht auch, wenn man die Wärmenutzung hat, deutlich mehr ins Winterhalbjahr gehen. Das ist ja auch eine flexible Produktion, eine saisonale Produktion. Ja. Und trotzdem, auch von meiner Anlage aus gesehen, passiert es ja deutlich zu wenig. Du hast es gerade schon angedeutet, ja, dass das flexibilisiert wird. Hat natürlich gewisse Gründe. Ich gehe mal von meiner Anlage aus. Du hast ein paar Dinge angeschnitten. Das eine ist das Thema Bürokratie. Ja, also ich weiß ganz genau, wenn ich den nächsten Schritt mache, kommt für mich ein Wust an Schreibkram auf mich zu, der hat sich wirklich von geschrieben, ja, wo ich wahrscheinlich eine halbe Arbeitskraft dafür abstellen könnte. Die habe ich aber nicht. Ja. Das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich jetzt, wir haben deutlich gestiegene Zinsen und deutlich gestiegene Baukosten oder Investitionskosten, egal ob das jetzt Pufferspeicher ist, Gasspeicher, Kraftwerk selber, ist deutlich teurer geworden. Aber sag mal, der Anreiz seitens des Staates ist halt immer noch der gleiche. Ist wie beim EEG auch. Ja, das EEG hat ja nie eine Inflationsbereinigung gehabt. Das ist eine Wette auf die Zukunft, sage ich immer, 20 Jahre. Und mittlerweile ist man da halt vorsichtig, ja, nachdem was die letzten 3-4 Jahre so passiert ist. Ja. Ich für den größten Hemmschuh, dass die Anreize im Moment nicht ausreichen, um diese Investition zu tätigen. Das Zweite, ganz Wichtige ist für mich, wo ganz viel Vertrauen kaputt gemacht worden ist, sag mal, Altmaier hat auch nicht viel, hat eigentlich gar nichts Gutes für Biogas getan, aber das Thema Erlösabschöpfung oder wie auch immer man das nennen mag, was 2022 kam, als die Strompreise durch die Decke gingen und natürlich wir Biogasanlagen davon auch profitiert haben, wenn wir gute Verträge abgeschlossen haben. Aber dass man uns den Markt nur auf der einen Seite gönnt, ja, wenn es allen anderen dient, aber wenn wir selber mal Geld verdienen, dann nimmt man es uns gern wieder weg. Wir zahlen ja trotzdem Gewerbesteuer bis hin zur Einkommensteuer. Aber das glaube ich, hat ganz viel Vertrauen bei den Betreibern kaputt gemacht, nochmal solche Investitionen zu setzen. Aber ja. Jetzt. Ja, da hast wieder viele Sachen angesprochen, die da, denke ich, zu berücksichtigen sind und wo man genauer hingucken sollte. Also bei dem Thema Erlösabschöpfung, da war ich da ziemlich hautnah dabei und da muss ich sagen, da sind Landwirte Opfer geworden eines Problems, das wo ganz anders war. Das Problem war da, dass sehr, sehr große Anlagenbetreiber im Bereich PV und Wind, die waren groß geworden durchs EEG und auch wohlhabend. Und die hatten, die modernen Anlagen haben für 5, 6, 7 Cent geboten und haben damit ein vernünftiges Auskommen. Und dann gab es im Zuge dieser Strompreisexplosion auf einmal 30, 40, 50 Cent pro Kilowattstunde. Und da hat die Politik gesagt, Moment mal, die verdienen jetzt in einem Jahr ihre gesamten Investitionen zurück, uns bleibt noch was übrig und danach, wenn es vielleicht wieder zurückfällt, dann geht es wieder auf die Subventionen. Das kann ja irgendwie nicht sein. Da sind Milliarden geflossen und die Europäische Kommission hat gesagt, also das geht jetzt mal entschieden zu weit und hat das dann beschlossen und dann sollte es auf nationaler Ebene umgesetzt werden und dann hat man blind, wie die Politik da manchmal ist,
so einen Betrag festgesetzt und hat gesagt, naja, wenn die mal ein paar Tage oder eine ganze Weile das 3-4-fache verdienen, dann ist ja gut, ein paar Monate. Es ist 3-4-fache Umsatz verdienen, ne? Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. 3-4-facher Umsatz hieß ja dann nicht 3-4-facher Gewinn, sondern eben 10-facher oder 20-facher Gewinn. Und hat dann diese 18 Cent ins Spiel gebracht. Und diese 18 Cent war für Biogas völlig untragbar, völlig klar. Und deswegen hat es eine ganze Weile gedauert, bis wir dann irgendwie auf diese 29 Cent gekommen sind oder was es am Schluss war. Das war natürlich eine Blindheit und Dummheit auch der Politik. Und wenn da 1000 Töpfköche in einem Brei rühren, dann kann man nur froh sein, wenn da was annähernd Vernünftiges bei rauskommt. Obwohl viele Beteiligte durchaus kluge Leute sind. Aber so Kompromisse sind manchmal nicht so klug wie die Summe der Beteiligten. Das war das eine. Aber du hast ja gesagt, das Thema war Flexibilisierung und warum das am Anfang nicht so richtig gelaufen ist und warum man da nicht viel gemacht hat, das belohnt auch einer Betrachtung. Ne? Bürokratie ist das eine. Aber es gab noch eine Menge anderer Hindernisse. Eines der Hindernisse war, dass es sich vor 2021 eigentlich gar nicht wirklich gelohnt hat. Man hat dann ein großes Flex-BHKW hingestellt, idealerweise auch noch einen Wärmespeicher dahinter und einen großen Gasspeicher davor. Und da hatte man das Geld mitgewechselt und hatte einen neuen Motor. Das war ja auch schon ganz gut. Ja. Die neuen großen Motoren arbeiten auch kostengünstiger als die kleinen. Das zu erkennen hat allerdings eine Weile gedauert. Da fehlte auch das Erfahrungswissen. Also die Umwandlung von Gas in Strom ist einfach kostengünstiger, wenn ich ein großes BHKW habe, als wenn ich ein kleines habe. Viele haben im Gegenteil gedacht, auch so ein großer Bello, der kostet pro Stunde ja viel mehr Wartung und dann die Start-Stopp und kostet auch Geld. Am Ende zahle ich dabei drauf. Das stimmt nicht, das Gegenteil ist wahr. Ja. Wie gesagt, das musste man erstmal rauskriegen. So, und dann war aber die Frage, was verdiene ich denn am Strommarkt damit, dass ich zu hohen Preisen einspeise und zu niedrigen Preisen die Anlage ausstelle? Das war am Anfang überhaupt nicht attraktiv. Da konnte man einen Cent dazu verdienen oder vielleicht anderthalb. Das ist aber mit einer ganzen Rattenschwanz an Mehraufwand verbunden gewesen. Und da waren die ersten Stromhändler, die ersten Direktvermarkter keineswegs eine besondere Hilfe, weil die gesagt haben, oh, ihr könnt doch mit Regelleistung Geld verdienen. Kauft euch doch einen neuen Motor, etwa so groß wie der alte. Da habt ihr einen neuen Motor. Der alte ist ja schon fast 10 Jahre alt. Ne? Der kommt ans Ende seiner Lebensdauer. Und der ist auch vom Wirkungsgrad nicht so toll. Den legt ihr still. Lasst ihn in Betriebsbereitschaft. Dann können wir vielleicht damit positive Regelleistungen anbieten. Also ein Abruf vom Netzbetreiber, der nur aufgrund von irgendwelchen Prognoseschwankungen ausgelöst wird. Und den neuen Dauerläufer, da macht ihr negative Regelleistungen mit. Da könnt ihr auch nochmal gutes Geld verdienen. Ja, das stimmte ja auch. Und das hat sich ja auch gelohnt. Das war ja auch nichts Verwerfliches. Das war ja auch Flexibilität. Dass die nicht das Kernproblem löst, ne? Also Regelleistung als Korrektur von nicht ausgeglichenen Bilanzkreisen im Stromhandel, das können Batterien heute besser. Da muss man eindeutig sagen. Aber damals war das ein Bringer, der hat ordentlich Geld zeitweilig in die Kassen gebracht. Und da musste man eben keinen Speicher davor und keinen Speicher danach bauen und war trotzdem flexibel. Und viele haben genau deshalb genau die Leistung verdoppelt und haben damit günstigere Kosten und haben das auch mit Hilfe der Flexprämie finanziert und haben dann erst später gemerkt, hoppla, das führt uns ja gar nicht in die Zukunft. Ja. Jetzt habe ich zwar doppelte Leistung, aber einen uralten Motor und einen, der schon alt ist. Und jetzt bin ich am Ende meiner EEG-Vergütungsperiode der ersten und will in die zweite. Da darf ich schon nur noch 45% meiner installierten Leistung als Bemessungsleistung anbieten. Muss das ganze Ding trotzdem noch modernisieren. Ich muss dann auch einen SCR-Cut noch nachrüsten irgendwann. Und aber so richtig den alten Motor auf den Fahrplan umstellen, das traue ich mir jetzt auch nicht zu. Ja, und da ist dann die Flexprämie verbraucht. Es ist noch kein Speicher da, es sind zwei alte BHKWs und da ist dann guter Rat teuer. Ja, so ist es bei mir. ist so. Ja,
Vielleicht kommen wir aber jetzt. Sag bloß du. Ja, gern. Sag bloß, du erkennst das wieder aus Geschichten, die du selber gehört hast. Ich muss die gar nicht hören. Ich sehe sie bei mir jeden Tag an der Biogasanlage. Ja. Und da war es genauso. Okay. Ja. Man hat einfach 2014 noch einen zweiten Motor dazugestellt, hat den neuen laufen lassen, den alten nicht. Ja. Und das war dann die Flexibilisierung. Oder den alten halt im Rahmen dessen, was notwendig war. Aber vielleicht kommen wir zum aktuellen Thema, ja, weil warum ist Biogas jetzt trotz dieser, ja, ich nehme ungern den Begriff Krise in die Hand, aber warum ist Biogas trotz Energiekrise nicht dazu gekommen, dass wir wieder beachtet werden? Ja, warum? Also ich habe das Gefühl als Betreiber, es wird einfach komplett ignoriert. Man hat ja ein bisschen Hoffnung gehabt mit einer grünen Regierungsbeteiligung, dass wir da vielleicht wieder eine Chance haben. Aber das ist ja bei mitnichten so aus meinem Blickwinkel hier vom Hof weg. Und wenn man jetzt diese Kraftwerksstrategie anschaut oder generell die Energiepolitik seit der Ukraine, seit diesem Krieg, ja, da geht es ganz schnell, dass man LNG von sonst woher cut und uns lässt man da gefühlt irgendwo am langen Arm verhungern. Ja, also es ist ja keine Perspektive da für uns im Moment. Ja, das stimmt noch. Und das wird sich jetzt in den nächsten Wochen ändern. Oder wir können diese ganzen 20 Jahre Entwicklungsgeschichte in die Tonne treten, dann haben wir nichts gekonnt. Aber jetzt müssen wir, ich bin wie gesagt Optimist, ich bin mir sicher, dass das jetzt auch erkannt werden wird. Zunächst mal muss man die Frage stellen, warum ist Biogas derzeit überhaupt nicht beachtet? Ich denke, das hat wiederum mehrere Ursachen. Also bei den Grünen fasst man Biogas öfter gerne nur mit spitzen Fingern an. Und die Grüne Partei ist derzeit in den drei wichtigsten Ministerien, also Umwelt, Landwirtschaft und Energie, also Wirtschaft und Energie, ja federführend. Und die Grüne Partei besteht aber auch aus ganz vielen verschiedenen Interessenträgern. Und im Umweltschutz gibt es ein tief sitzendes Misstrauen gegenüber der Landwirtschaft, die betrieben wird, um damit Geld zu verdienen, die industrialisierten Landwirtschaft, die dann eben die Wirtschaftlichkeit im Blick hat und vielleicht die Umwelt und Interessen der Umweltschützer weniger im Blick haben. Das muss man überhaupt nicht richtig finden oder nicht. Weil es gibt in derselben Partei auch viele, die wissen, dass Bioenergie einen ganz wichtigen Beitrag leisten kann, dass überhaupt die Energiewende ausgesprochen wichtig ist. Nur wenn das sowas umstritten ist, dann ist jemand, der Politik macht für eine solche Partei, in einer Zwickmühle und kann damit keinen Blumenpott verbinden, weil er, egal womit er sich exponiert, dann da Widerstände hervorruft. Das muss man einfach wissen, wie da Politik funktioniert. Deswegen hat man mit Biogas nicht so wirklich große Freunde gehabt. Ne? PV ist viel unverfänglicher, das geht viel besser. Und wenn man aber von Biogas redet, dann kommt gleich das Thema Maiswüste, industrielle Landwirtschaft, Subventionierung der Tierhaltung, Tank oder Teller, sagte ich schon. Ja, also all diese Geschichten. Ja. Wir wissen, dass die wirklich substanziell widerlegt werden können. Das zweite große Thema ist, hatten wir ja gerade vorher, man hat in der Landwirtschaft über 10 Milliarden Euro Flexprämie angeboten. Das hätten wir theoretisch nutzen können. Ein bisschen mehr als eine Milliarde haben wir genutzt. Die anderen haben wir mehr oder weniger verfallen lassen, also nie abgerufen. Und wenn man dann guckt, wie die Biogasler erzeugen, dann kommt Leon Hirt, Professor Leon Hirt, der gestern auch zu sehen war in ZDF Frontal, ja, und sagt, ja, guck doch mal, wie die einspeisen, mehr oder weniger Dauerläufer. Also das ist uns so richtig, richtig voll auf die Füße gefallen. Und das sind auch die Fragen. Also ich bin ja unterwegs in der Politik, ich bin in Ministerien mit Ministerialen unterwegs, leider nicht so in Ministerien wie die Kollegen von der fossilen Industrie.
bei der Bundesnetzagentur und die sagen alle, ja, wer sagt uns denn, dass wenn wir mit Biogas weitermachen, dass die dann wirklich mal die Residuallast decken, also die Last decken, die Wind und Sonne nicht erzeugen können. Stattdessen laufen die doch dauernd weiter. Das ist der Grund, warum das unser Netzwerk hier nicht nur in die Politik hinein arbeitet, um die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, sondern auch in die Branche hinein. Wenn wir es irgendwie schaffen, eine Förderung dafür zu kriegen, dass wir uns auf die moderne Zeit einstellen können, dann müssen wir diese Chance auch ergreifen. Ja. Und entweder unseren Laden modernisieren, bis er Residuallast liefert, bis die Wärme auch wirklich vollständig verwertet wird, oder bitte stilllegen oder die Biogasanlage verkaufen, aber nicht weitermachen wie bisher. Das können wir uns nicht leisten, sonst werden wir eben stillgelegt. So, das ist die bittere Realität. Also das Scheitern der ersten Runde der Flexibilisierung ist eine riesige Hypothek für die ganze Branche. Die Politik sagt dann nämlich auch, macht doch was Unverfängliches, macht eure Gasaufbereitung und Einspeisung und ab die Post ins Netz. Und irgendwo anders holt das jemand raus und macht was Sinnvolles damit, zum Beispiel also Ersatz für LNG-Importe. Und dann verfahren wir das als Beimischung mehr oder weniger als ein Bestandteil der fossilen Treibstoffe von Individualverkehrsmitteln, also dem mobilen Verbrennermotor, der ja seine Treibhausgase auch mindern muss, kann es aber nicht. Das heißt, die kaufen aus dem Biomethansektor Zertifikate dazu. Achtung, das ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Sackgasse, das ist meine Überzeugung, aber subjektiv. Was aber ganz objektiv der Fall ist, der allergrößte Teil der jetzt bestehenden Biogasanlagen hat keine Chance, zu wirtschaftlichen Bedingungen ans Gasnetz zu kommen. Allein die Geschwindigkeit, mit der jetzt neue Gasanschlüsse zur Verfügung gestellt werden für Kollegen, die gesagt haben, ich lasse den Mist mit den KWK-Anlagen, ich will jetzt mein Biomethan das Biogas zu Biomethan machen und verkaufen. Wie langsam das geht von Seiten der Gasnetzbetreiber, im Übrigen auch zu neuer Verärgerung führt, weil die Bundesnetzagentur sieht, wie teuer das ist, diese einzelnen kleinen Gaserzeuger auf der Fläche an dieses große Gasnetz anzuschließen. Das ist eine Subventionierung, die wir gar nicht so wahrnehmen, weil die wird nämlich über die Netzentgelte den Gasnetznutzern in Rechnung gestellt. Aber da fließen für jeden Anschluss nochmal Millionen aus den Gasnetznutzungsentgelten umgelegt in die Herstellung von den Anschlüssen ans Gasnetz. Hm. Viel zu hohe Beträge, aber andere können das billiger, andere Länder können das billiger, aber wir haben hier ein sehr hohes Sicherheitsniveau und deswegen ist das halt so teuer. So, und ich habe jetzt das Negative gesagt und auch den Appell, wir müssen das zusehen, dass wir eben diese 70-80% der Biogasanlagen, die nicht ans Gasnetz kommen werden, 10% sind ja am Gasnetz, dass diese 70-80% möglichst jetzt zu Speicherkraftwerken werden. Und da ist was, das muss ich sagen, habe ich auch selber gebraucht, bis ich das mitgekriegt habe, welche Dimensionen wir haben. Da kommt nämlich die Kraftwerkstrategie ins Spiel. Hm. Man hat gesagt, wir gehen bis 2030, wollen wir aus der Kohle raus, dann werden also etliche zig, wenn man es mit der alten Energiewelt vergleicht, werden 60 Gigawatt Kraftwerkskapazität stillgelegt. Nur zum Vergleich, also der maximale Bedarf in Deutschland sind 80 Gigawatt. Das ist, wenn die Industrie gerade anfährt, montags morgens und es vielleicht noch ein bisschen kalt, der eine oder andere elektrische Wärmeerzeuger ist noch dran, dann ziehen wir 80 Gigawatt aus dem Netz. So, und der fossile Teil davon und die Atomkraftwerke, allein 60 Gigawatt, werden jetzt stillgelegt bis 2030. Es bleibt an fossilen nur ungefähr 30 Gigawatt Gaskraftwerke. Naja, und halt unsere 4 bis 6 Gigawatt Biogas. Warum 4 bis 6?
4 Gigawatt ist unsere Bemessungsleistung, knapp, also ich mache es jetzt ein bisschen rund. 4 Gigawatt ist unsere durchschnittliche Einspeisung. Wir haben durch die Flexibilisierung immerhin 2 Gigawatt dazugebaut, also auf 6 Gigawatt installierte Leistung. Naja, das ist immerhin schon was. Klammer auf, leider ist davon, schätze ich mal, 1 Gigawatt, sagen wir es mal freundlich, Kaltreserve, ne? Also dein altes BHKW, ja, was da jetzt gar nicht mehr fährt, aber noch ein bisschen ist ja noch am Netz angeschlossen und muss ja auch ein bisschen mitverdienen. Die sind aber nicht wirklich verfügbar. Jetzt nehmen wir mal an, wir würden von den 4 Gigawatt mittlerer Einspeisung, Bemessungsleistung, noch 1 Gigawatt verlieren an Gasaufbereitung und Einspeisung oder Stilllegung oder naja, es ist kein Nachfolger da oder die Anlage hat strukturelle Fehler und geht halt nicht da, die zu modernisieren, hätten wir 3 Gigawatt durchschnittliche Leistung übrig. Wenn wir diese 3 Gigawatt aber jetzt nicht an 8.760 Stunden des Jahres verstromen, sondern nur an, sagen wir mal, jetzt bei der Größenordnung zu bleiben, an 1750 Stunden, einem Fünftel der Zeit, das entspricht der maximalen Überbauung, die man mit der Flexprämie machen konnte, subventioniert, dann haben wir ja genügend Biogas, genügend Biogas übrig, 4/5, wir haben nur 1/5 der Zeit, 4/5 der Zeit haben wir das Gas sozusagen, wird es nicht eingesetzt, dann können wir ja die fünffache Leistung installieren. Fünffache Leistung heißt in diesem Fall statt 3 Gigawatt 15 Gigawatt. 15 Gigawatt installierte Leistung sind richtig ein Wort. Und dass es nur 1750 Stunden sind, klar, das wird im Jahr 2030 nicht reichen, aber wir müssen ja ein bisschen länger denken bei den Kraftwerken. Da sind wir doch im Jahr 16 Jahre nach vorne, dann wäre eine EEG-Laufzeit noch gar nicht mal um, sagen wir mal im Jahr 2040, sind wir mit diesen 1750 Stunden Residuallast immer noch gut dabei. Weil dann sind zwar vielleicht über 100% Erneuerbaren im Netz, aber nicht an 100% der Stunden. Wir haben Zeiten, in denen es auch bei 200% erneuerbaren Deckung nicht ausreichen wird, sondern irgendwo anders Strom herkommen muss. Und da sind die Batterien schnell alle, da glühen die Grenzkuppelstellen, also viel können wir gar nicht importieren, Klammer auf, wobei es auch blöd wäre, dann fossilen Strom zu importieren. Also das sind die Reststunden, die auf jeden Fall irgendwo aus Kraftwerken kommen müssen. Und dafür haben wir doch das Biogas. 15 Gigawatt würden wir füttern können, bei einer Flexibilisierungsfaktor von 5. Und die Bundesregierung möchte jetzt gerade sogenannte Backup-Kraftwerke, da ist ganz unklar, ob die jetzt wirklich nicht in Reserve bleiben sollen dafür, dass der Strommarkt mal nicht funktioniert. Aber eigentlich sollen sie auch am Strommarkt teilnehmen. Eine ganz gefährliche Sache, wenn man subventionierte Kraftwerke in den Strommarkt bringt und die haben da nur noch Grenzkosten für ihr bisschen Gas. Da wird niemand anders mehr investieren in nicht geförderte Kapazitäten, weil er müsste ja konkurrieren mit Kraftwerken, die viel billiger sind, weil sie die Kapitalkosten sparen. Also das ist alles in der Kraftwerkstrategie noch ein kleines bisschen unklar und wir versuchen uns jetzt gerade Klarheit darüber zu verschaffen, wie das gemeint ist. Ich will nur sagen, von den 30 Gigawatt, die ursprünglich in der Kraftwerkstrategie drin waren, können wir mit Biogas alleine mit der heutigen Biogasmenge schon mal die Hälfte bereitstellen. Wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Man denke an den Effizienzgewinn durch die durch das große Flex-BHKW, durch die höheren Wirkungsgrade. Und
dann kommt gerade das DBFZ um die Ecke und sagt, ja, wir forschen dran, also die alte Datenbasis über die Menge dessen, was wir an Biogas aus Reststoffen und Zwischenfrüchten und Nebenprodukten, landwirtschaftlichen Nebenprodukten und Aufwuchs von Naturschutzflächen und vielleicht eingesammelter Biomasse gewinnen können, das Potenzial ist doch noch ein bisschen höher, als wir dachten. Ja. Ah ja, wenn wir da statt heute 34 vielleicht in Zukunft 55 oder 60 Terawattstunden im Jahr Strom draus machen, dann können wir mit entsprechend hoher Flexibilisierung nochmal 15 Gigawatt dazu packen und dann haben wir schon 30. Aber dann braucht man doch diese ganzen fossilen Kraftwerke nicht aufzubauen, um die sich jetzt gerade die Bundesregierung streitet. Und die haben ja diese Reservekraftwerke sogar angesetzt, dass die nur 800 Stunden im Jahr laufen sollen. Ich verstehe das gar nicht richtig, weil 800 Stunden im Jahr, das brauchen wir irgendwann in den 40ern. Die Dinger brauchen wir doch nicht jetzt. Im Jahr 2030, das kann man an Simulationen nachgucken, das kann man im Grunde genommen ganz leicht ausrechnen, werden wir noch an 2.000 bis 3.000 Stunden im Jahr auf jeden Fall Kraftwerke brauchen, selbst wenn wir sehr viele Batterien in den Markt kriegen, selbst wenn es uns gelingt, ziemlich viele der neuen Nachfrager flexibel zu gestalten, ne? Also dass die Leute wirklich ihr E-Mobil laden, wenn die Sonne scheint und wenn Wind weht und wenn dann also die günstigeren Strompreise auch auf den Verbraucher durchschlagen und wenn möglichst viele Wärmepumpen nicht dann anspringen, wenn gerade kalt ist, ja, sondern dann genutzt werden, wenn der Strom gerade verfügbar ist, um einen kleinen Wärmepuffer aufzuheizen und da die Wärme rauszunehmen, wenn es kalt ist. Das machen ja die wenigsten Betreiber von Wärmepumpen. Also das heißt, es könnte sein, dass die Residuallast dann sogar noch mehr als 2.500 Stunden, vielleicht auch 3.500 Stunden beträgt. Das heißt, wir haben ein sicheres Auskommen, wenn wir in der Lage sind, in diesem verkürzten Zeitraum, im Winter, du hast es gerade genannt, ne, 4-5 Stunden am Tag. Im Winter sind es dann vielleicht auch 6-8. Ja. Und im Sommer sind es vielleicht nur 0-2 Stunden. Wahrscheinlich wird man da viele Biogasanlagen sehen, die im Sommer wirklich nur noch die Gülle füttern, einfach um den Prozess durchlaufen zu lassen, weil man Gülle nicht aufheben kann. Und eigentlich die gesamten Rohstoffe, egal ob es jetzt Navarro sind oder eben Reststoffe, im Laufe des Winters aus dem Silo holen. Das hat man früher übrigens mit Essen genauso gemacht. Genau. Im Sommer esse ich Kraut und im Winter Sauerkraut. Also ist doch nichts Neues. Das können wir mit Energie auch. Aber warum kriegen wir das nicht transportiert aktuell in die Politik? Ah ja, gut, das war die Frage, weil, die ich mich jetzt gedrückt habe. Ne? Ja, also ich war ja auch im Dezember in Nürnberg auf der Messe. Und wenn dann Horst Seide diese Zahlen auch alle nennt und danach kommt ein Redner vom Bundeswirtschaftsministerium und lacht ihn de facto aus, weil der die Zahlen überhaupt nicht ernst nimmt, ja, dass das möglich ist. Natürlich, die Gründe hast du alle genannt, warum das vielleicht bei denen so im Kopf ist. Nur wir könnten doch, sag ich jetzt mal, mit dem Geld, das jetzt geplant ist für diese Kraftwerkstrategie, wahrscheinlich nicht, müssen wir das Budget nicht mal komplett ausreizen, einen Anreiz für die Biogasanlagen jetzt nochmal setzen, zusätzlich, um einfach diese gestiegenen Kosten, ja, die ich alle genannt habe, ein Stück weit mit auszugleichen, ja, damit die Investitionen getätigt werden. Ja, das ist ja jetzt, das Problem ist ja, warum werden die Investitionen nicht getätigt und warum schaffen wir es nicht, dieses Thema Bürokratie einfach ein bisschen schmaler zu halten? Ja. Ja, das wäre schon mal eine Hilfe. Das andere ist, du hast völlig richtig genannt, ne? Also wir haben einen Inflationssprung gehabt bei den Investitionskosten, wir haben einen Zinssprung gehabt, der von 1% auf 5% für Fremdfinanzierung. Die Anreize müssten gesetzt werden, damit wir das machen, aber damit überhaupt jemand Anreize setzt, müsste erst mal jemand da sein, der das politisch will. Ja. Also wir haben die Langfrist-Szenarien der Bundesnetzagentur kritisiert und gesagt, ihr habt die Bioenergie vergessen. Und dann haben die gesagt, ja, wir hätten sie ja berücksichtigt, aber es ist kein politischer Wille erkennbar, dass Bioenergie im Stromsystem eine Rolle spielen wird.
dann macht es auch keinen Sinn, wenn wir als nachgeordnete Behörde der Bundesregierung das simulieren, weil es theoretisch möglich wäre. Ja, genau. Das war die Zeit der vorangegangenen Regierungen, die vor der Ampelregierung waren. Da hat das schon alles keine Rolle gespielt. Wir wissen in der Ampel jetzt, 2,5 Jahre haben wir das jetzt größenordnungsmäßig. Das erste Jahr ist für diesen Krieg verloren gegangen und alles, was damit zu tun hatte. Dass dann ein grüner Minister nach Katar reisen musste, um irgendwelche höheren Gasliefermengen auszuhandeln, die aber heute übrigens hauptsächlich aus Norwegen und Algerien kommen, aber auch ziemlich viel LNG importiert wird, hauptsächlich bisher über Holland und Belgien. Das alles ist, denke ich, erst danach wurde so richtig die Energiewende angepackt und da ging es vor allen Dingen um PV und um Wind und jetzt geht es um die einheimische PV-Industrie. Und da ist Biogas eben immer im zweiten Glied so, ne? Mit 6-7% Strommenge, die wir insgesamt zum System beisteuern, nicht wirklich relevant. Dann mit den spitzen Fingern wird es angefasst und dann gibt es eben die seriösen Herren aus dem genannten Ministerium, die dann lachen, wenn der Horst Seide sagt, wir können aber, er hat jetzt 24 Gigawatt genannt, ne, ich habe jetzt die Spanne zwischen 15 und 30 aufgemacht, das ist so ziemlich in der Mitte, das irgendwo könnten wir landen, wenn es denn jemand will. Aber das Verrückte ist, wir haben jetzt gesagt, naja, nehmen wir mal an, 6000 Speicherkraftwerke und die haben im Mittel 4 Megawatt. Die alten haben 2,5, die neuen haben dann vielleicht 5. Das sind 24 Gigawatt. Das ist aber im Ministerium nicht angekommen, weil die nehmen nur Kraftwerke ernst, wenn die eben, sagen wir mal, 400 Megawatt haben. Ein richtiges Gaskraftwerk an einem alten Kohlestandort und davon haben wir dann 60 Standorte, dann sind das auch 24 Gigawatt. Ist genau gleich viel. Ja. Ist eine Multiplikationsfrage. Aber es wird nicht ernst genommen. Und das ist, und das muss ich mir, manchmal denke ich, es wäre persönliches Versagen, das nicht genügend kommuniziert zu haben. Aber ich bin ja noch nicht fertig. Also noch, wir arbeiten noch dran. Ich vermute, das geht ungefähr so. Herr Minister, es geht um den Standort Deutschland. Die deutsche Industrie, führende Industrie in dieser Welt, ist auf wirklich zuverlässige Stromversorgung angewiesen. Das können nur richtige Kraftwerke. Sie können doch nicht allen Ernstes das Schicksal der Versorgungssicherheit der deutschen Wirtschaft in die Hände von Landwirten legen. Die kennen sich doch mit Energie gar nicht aus. Die laufen mit ihren Gummistiefeln über ihre Anlagen und holen da Strom aus Mist raus. Das kann doch nichts werden. Also so habe ich es mir mal vorgestellt. Ob das so stimmt, weiß ich natürlich nicht. Aber ich glaube, dass die Energiewelt und die Landwirtschaftswelt da ziemlich fremdeln. Kein Mensch macht sich Gedanken, dass genau diese Landwirte in der Lage sind, unsere gesamte deutsche Volkswirtschaft mit Nahrungsmitteln auszustatten und da auch nie einer dran gezweifelt hat. Und dass es eben sehr wohl längst bewiesen ist, dass wir Speicherkraftwerke können, dass wir flexibel einspeisen können. Wir müssen es nur noch richtig jetzt in die Breite tragen. Und da ist sowohl die Politik gefragt, ne? Also wir brauchen wieder eine Flexibilitätsförderung und da muss eben der Flexibilitätszuschlag, der war vor der Krise bei 65 Euro pro kW, alleine um heute dasselbe zu kaufen wie damals. Ne? Also wenn ich die 65 Euro pro kW über 20 Jahre Neuanlagenlaufzeit nehme, dann habe ich ja eine bestimmte, kann ich damit zur Bank gehen und sagen, lieber Banker, du kriegst 20 Jahre lang 65 Euro pro kW, wie viel Kredit kriege ich denn da? Und dann sagt er mir den Barwert und das ist dann auch die Größenordnung, die er bereit ist zu beleihen. Wenn ich da heute hingehe und will das
die gleichen Dinge kaufen, die damals ja auch noch billiger waren, also heute brauche ich ein bisschen mehr Geld. Wenn ich dieses bisschen mehr Geld, etwa 25-30% sind die Investitionsgüter teurer geworden, wenn ich diesen teureren Investitionsgüter heute auch mit einer 20-jährigen Zahlungsreihe finanzieren will, dann muss diese 20-jährige Zahlungsreihe bestehen aus 120 Euro pro kW. Also ein Riesensprung im ersten Blick. Ja. Aber in Wirklichkeit ist es nur die gleiche Kaufkraft wie vorher. Diese Förderung brauchen wir als sozusagen Grundlage für die Refinanzierung der Investitionskredite, weil die vielen kleinen und mittleren Unternehmen, die wir hier brauchen, und Landwirte gehören typischerweise zu den KMU, zu den kleinen und mittleren Unternehmen, das eben nicht aus einem milliardenschweren Kapitalfundus nehmen könnten, sondern eine Bank da brauchen. Egal ob Sparkasse, Volksbank, was auch immer. Die brauchen eine Sicherheit, die Banken, damit sie uns in der Landwirtschaft diese Anlagen finanzieren können. Und dann können wir das machen und dann haben wir auch Tausende von Akteuren. Die Verlockung, das zu tun, die ist tatsächlich etwas größer geworden durch die Krise, verrückterweise. Ne? Also weil da die Preise so in die Höhe geschossen sind, so schrecklich der Anlass ist, dass es kriegsbedingt war. Aber es hat uns ein Stück weit gezeigt, was passiert, wenn die fossilen Energien langsam knapp werden. Die werden natürlich nie knapp, aber die Emissionsrechte werden knapp. Es wird viel, viel teurer werden, Erdgas zu verstromen. Egal, was wir politisch machen. Also die Emissionsrechte sind der Dreh- und Angelpunkt auch global für irgendeine Form von funktionierendem Klimaschutz. Und ich hoffe, dass die politische Weisheit auch unseren internationalen Institutionen wenigstens ansatzweise erhalten bleibt, damit also es bei diesem Treibhausgasminderungsregime bleibt. Und das bedeutet, je knapper die fossilen Emissionsrechte werden, desto teurer werden sie, desto teurer wird das Gas, desto mehr haben wir ähnliche Verhältnisse wie 2022, 2023. 2022 war die Hauptzeit. Ja. Und da wurde auf einmal sichtbar, dass es eben sehr teuer ist, zur richtigen Zeit den Strom zu liefern, wenn Wind und Sonne nicht da sind. Und das ist dann, sind die Zusatzerlöse der Biogasanlagenbetreiber, die man mit einer flexiblen Anlage machen kann. Und ich glaube, es hat sich mit der Flexibilisierung in dem Fall wieder als sozusagen Kriegsgewinnler, ist ein bisschen unfaires Wort. Wir haben nicht da hat niemand am Krieg gewonnen, sondern es waren die Verhältnisse, die dadurch ausgelöst wurden, die dann endlich mal gezeigt haben, dass die Residuallastdeckung auch richtiges Geld wert ist. Und jeder kennt Biogasanlagenbetreiber mit einer hochflexiblen Anlage, die in dem Jahr gesagt haben, jo, dieses Jahr hat es sich wirklich mal gelohnt. Und diese Verhältnisse werden wiederkommen, aber dafür muss man sich möglichst vorher darauf vorbereiten. Und deswegen brauchen wir dafür diese Anschubfinanzierung. Ja, sehe ich ganz genauso. Du hast ja auch vorhin schon mal gesagt, natürlich kenne ich Kollegen, die das alles gemacht haben. Und das war wirklich so, bis 2021 war das halt ein Nullsummenspiel. Da ist die Investition ja wieder refinanziert worden, aber es war eigentlich kein wirtschaftlicher Anreiz zu sagen, okay, jetzt gehe ich da aber richtig rein, weil ich damit auch mehr verdiene am Markt am Ende. Genau. Ja? Und es wäre jetzt vielleicht so auch eine Frage von mir zum Schluss. Siehst du Möglichkeiten jenseits eines EEGs, eines Erneuerbaren Energiengesetzes, ob sich Biogas anders positionieren kann in einem Energiemarkt dezentral? Gibt es da Möglichkeiten aus deiner Sicht? Die kennst du mit Sicherheit, aber welche würdest du, siehst du heute? Ja, das ist eben genau der Punkt. Also heute ist es so, dass wir im Moment Marktmittelwert haben im Strommarkt von 8 Cent, so die Größenordnung. Und da sind dann bei Knappheiten und Preissetzungen durch die Gaskraftwerke, da liegen wir dann bei Spitzenpreisen von irgendwas zwischen 15 und 20 Cent. Das reicht natürlich nicht aus. Das heißt, wir sind auf die Marktprämie, nicht nur, also die Marktzusatzerlöse durch die Flexibilisierung sind wichtig, die sollen uns ja erhalten bleiben. Aber wir brauchen auch die Marktprämie noch, weil es eben einfach viel mühsamer ist,
das Methan selber zu machen, als einfach ein Loch in der Erde zu pieksen und oben einen Flansch dran zu schrauben. Mehr ist ja die Erdgasgewinnung nicht, wenn man es ein bisschen schlichter sieht. Aber die Produktion von dem Methan hat man ja sozusagen der Vergangenheit überantwortet oder profitiert von dem, was da in der Vergangenheit entstanden ist. Das heißt, die Methanerzeugung, die Biogaserzeugung aus echtem lebendem Material ist viel, viel aufwendiger und das muss gefördert werden, weil es ja unterm Strich dazu beiträgt, eine klimaneutrale, einen klimaneutralen gespeicherten Energierohstoff zu gewinnen. Der eben, ja klar, dadurch, dass er die organische Masse aus dem natürlichen Kreislauf entnimmt, tatsächlich klimatisch, was die Treibhausgase angeht, 80% besser ist als die konventionellen Energien. Und wenn man dann auch noch bei der Substratgewinnung auf Zwischenfrüchte setzt und Humus gewinnt, dann können wir ja sogar zur CO2-Senke werden. Das muss also gefördert werden. Genau. Kommen wir da irgendwann raus? Ja. Da ist meine Glaskugel milchig, aber ich würde sagen, ich traue Biogas als erstes vom EEG unabhängig zu werden. So billig Wind und PV sind, die werden nie unabhängig sein, weil sie sich selbst ihre eigenen Preise kaputt machen. Also wir sehen das ja schon im steilen Sinkflug, den Marktwert von PV. Ja. Wenn wir mal 200 Gigawatt PV im Markt haben, dann ist, sobald die Sonne um die Ecke guckt, ist der Strompreis nahe Null. Und damit können die ihre Anlagen nicht refinanzieren. Die werden das immer brauchen. Mhm. Biogas wird es können, weil wir die Wärme aus dem BHKW die Wärme rausholen, weil wir nur zu hohen Strompreisen im Wettbewerb zu teuren Emissionen oder noch teurerem Wasserstoff oder noch viel teurerem Batteriestrom stehen. Und weil wir dann ausgerechnet auch noch Stoffströme haben, an dessen Ende Wertstoffe stehen, die auch noch was bewirken können, mit denen man auch noch was machen kann. Also mein Take ist, wer jetzt in die Verlängerung geht, der wird es vielleicht am Ende noch knapp haben, aber wer jetzt in die Ausschreibung geht, weil er, sagen wir mal, Ende des Jahrzehnts in die zweite Vergütungsperiode wechselt, irgendwie bis 2040 mit Subventionen sich über Wasser hält, der wird spätestens dann aus dem Gröbsten raus sein und wird sich aus den eigenen Produkten ohne Beeinflussung des Markterlöses gut ernähren können. Ich vermute sogar sehr komfortabel davon leben können. Dein Wort in Gottes Ohr. Ja. Das ist, mag ein bisschen gewagt klingen, aber ich beobachte das ja nun schon ziemlich lange. Ich habe auch von vor meiner Biogaszeit Erfahrungen mit Energieeffizienz gemacht und immer das Problem gehabt, dass die Marktpreise für die fossilen Energien viel zu gering waren und sich nicht mal Energieeffizienzanstrengungen gelohnt haben, in dem Fall im Haus, da ging es um Dämmung. Aber die Zeit spielt in die richtige Richtung und je schlimmer der Klimawandel wird, die Klimakrise wird, und das, wer weiß das genauer als Landwirte, die Jahr für Jahr bibbern, ob jetzt die große Dürre kommt oder die Überschwemmung und was das für Folgen hat, da ist doch klar, dass wir umso dringender was dafür tun müssen. Und solange wir den Planeten hier seine Bewohnbarkeit noch nicht ganz aufgegeben haben, ich sage das in dieser drastischen Sprache, weil ich das sehe und auch genügend mir angeguckt habe, was die Wissenschaft dazu sagt, das ist das, was auf uns zukommt. Und das ist alle Anstrengungen wert, sich da richtig für reinzuhängen. Und diese Anstrengungen, ja, die werden auch ökonomisch irgendwie belohnt werden müssen. Und da sind Biogasbetreiber, die ein Speicherkraftwerk haben, ganz, ganz vorne. Also da wird mit der eigenen Händearbeit was getan gegen den Klimawandel, gegen die Klimakrise. Und gleichzeitig sind das Geschäftsmodelle, die werden spätestens in 10 Jahren oder sagen wir 10, spätestens 15 Jahren richtig fliegen. Ja, also so ist meine persönliche Einstellung dazu auch. Man braucht ein bisschen
die Rahmenbedingungen dafür, dass das passt. Aber ansonsten sehe ich das ganz genauso. Ja, wir versuchen ja hier auch alles Mögliche dafür zu tun, dass schon der Anbau der Energiepflanzen halt eben seinen positiven Beitrag zu CO2 als CO2-Senke dann auch bringt, ja, dauerhaft. Und nicht nur im Anbau der Pflanzen selber, die man wieder durch die Biogasanlage lassen, sondern eben mit Humusaufbau. Und dann ist der Hebel aus meiner Sicht halt noch viel größer. Aber das in die Köpfe der Entscheider zu bringen, ist echt mühsam. Aber das muss ich dir nicht sagen. Nee, aber an dem Punkt vielleicht noch eins. Ich finde das total wichtig und wertvoll. Und wenn wir eben nicht unbedingt die Maximierung jetzt der OTS für die Biogaserzeugung im Vordergrund steht, sondern auch ein bisschen belohnt wird, wenn wir unterirdisch Humus ansammeln und den Boden schonen und Nährstoffmanagement betreiben, dann ist das ja auch was wert. Und deswegen fordern wir vom Fachverband Biogas und das Netzwerk Flexberten hat es natürlich übernommen, eine neue Form von Bonifizierung oder eine kleine Prämie dafür, wenn Biogas aus ökologisch wertvollen Substraten erzeugt wird. Und dazu gehört halt alles, was in die Richtung geht, die du gerade genannt hast, also Zwischenfrüchte, Humusaufbau, Artenvielfalt und dergleichen mehr. Das gehört selbstverständlich dazu und deswegen ist deine Arbeit, lieber Michael Reber, auch eine ganz, ganz wertvolle Sache. Das kann ich jetzt vielleicht auch mal gerade zurückgeben. Hätte ich einen Podcast, würde ich dich auch einladen. Dankeschön. Aber ja, man ist ja da jeder für sich ein Stück weit Überzeugungstäter, um einfach auch aufzeigen zu können, es geht auch anders mit das, was allgemein vielleicht im Kopf drin ist, was mit diesem Thema Mais. Ja, ich mag es gar nicht mehr aussprechen, weil ich es nicht mehr hören kann. Und bei den meisten Anlagenbetreibern ist das auch de facto alles angekommen, dass wir es anders machen müssen. Ja, und deswegen für mich jetzt auch am Ende einfach nochmal der Appell, ja, versucht das, was wir hier jetzt auch besprochen haben, zu teilen, ja, dass es bei den Entscheidern ankommt, dass Biogas einfach eine Riesenchance ist für eine Stabilisierung des Energiemarkts, insbesondere des Strommarkts natürlich. Und natürlich ist für den einen oder anderen auch Biomethan eine Lösung, ja, wenn das alles passt. Aber wir haben hier ja auch das Konstrukt, ja, wir liefern das Gas in die Stadt, wo wir die Fernwärme in der ganzen Stadt haben. Ja, wir müssen ja nur die Motoren dahin stellen und in entsprechender Größe. Und dann würde das alles laufen. Ja. Also wir haben auch die Infrastruktur, aber wir haben hier natürlich auch Kämpfe auszufechten, dass das Verständnis dafür da ist, dass man vielleicht selbst als Wärmeproduzent, in dem Fall Stadtwerke, auch vielleicht flexibler Strom produziert. Ja, man macht es komischerweise, macht man es mit Erdgas- oder Biomethankraftwerken, aber mit den Biogaskraftwerken noch nicht. Aber ich bin da auch dran, das zu überzeugen, dass das sinnvoll ist, ja. Ja, das ist verwunderlich, weil gerade bei euch die Stadtwerke ja relativ früh das Thema Flexibilisierung erkannt haben. Aber das ist auch manchmal von Personen abhängig, die da sind und das vorantreiben oder mehr oder weniger. Aber es ist vielleicht auch ein gutes Beispiel. Wenn jetzt bei euch ist es ja so, dass ihr das Gas teilweise an Satelliten abgibt, die dann von den Stadtwerken betrieben werden. Das habe ich richtig verstanden, ne? Genau, wir verkaufen das Rohgas ab Anlage im Moment. Es sind insgesamt drei Anlagen um die Stadt herum, die Gas in die Stadt liefern. Und die Stadtwerke kaufen praktisch das Gas ab Anlage. Ja, in meiner aller Anfangszeit in dem Bereich habe ich mal diese Anlage auch mal durch unsere Simulationsprogramme gejagt. Und da hatten wir, glaube ich, eine ziemlich starke Flexibilisierung empfohlen. Aber das ist jetzt schon fast 10 Jahre her, das weiß ich nicht mehr so genau. Wie auch immer, es kommt meistens dabei raus, wenn man die Simulation mit den richtigen Daten füttert. Aber es ist vielleicht ein Tipp für viele Biogasbetreiber. Ich sage gerne, macht es am besten selbst, das Speicherkraftwerk betreiben, weil damit kann man die Wertschöpfung aus dem Biogas selbst praktisch nochmal verdoppeln. Wenn man ein bisschen in die Zukunft guckt, also die Wertschöpfung, das heißt nicht unbedingt den Gewinn, aber vielleicht auch doch. Wenn man aber das nicht mag oder nicht will oder die Investition nicht in die Hand nehmen mag, dann kann man das natürlich auch so machen, dass man sich einen Partner dafür sucht. Und das ist sehr oft in Verbindung denkbar mit einer verbesserten Wärmenutzung. Also dass man tatsächlich in Satelliten dahin
denkt oder konzipiert, wo die Wärme wirklich gebraucht wird und dann dahin das Rohgas liefert und dadurch die eigene Anlage flexibilisiert, den Satellitenstandort gleich auch flexibel plant, da auch den großen Wärmepuffer hat und auf die Art und Weise dort auch nochmal für 20 Jahre als Neuanlage neues Konzept entsteht. Und wenn man das nicht selber machen will, dann kann man es halt auch, wie gesagt, mit Partnern machen, sei es die Stadtwerke, sei es ein kleiner Energieversorger oder auch eine Wärmegenossenschaft. Oder man macht es halt selber. Da gibt es viele Möglichkeiten. Da kann ich nur einladen nochmal zu unserer Seminarreihe. Wir sind übrigens nächste Woche dabei. Ich weiß nicht, wann das hier... Am 15. Ja, je nachdem, genau, wann das hier gesendet wird, ab wann das einsehbar ist, am 15. in Waldenburg. Ja, und dann nochmal in Coburg und nochmal in Nienburg, also sozusagen nochmal in so einem Biogas-Zentrum, Hotspot heißt das, genau. Und dann machen wir erstmal Pause, weil dann wieder alle auf den Trecker steigen und raus müssen auf den Acker. Und weil erstaunlich, aber wahr, der Zulauf zu unseren Seminaren nicht so groß ist, wie er sein müsste. Und ich deute, das lenkt damit zusammen, dass die Verunsicherung über das, was die Regierung jetzt eigentlich macht und anbietet, sehr, sehr hoch ist. Und da habe ich Verständnis für, wenn man sich dafür nicht tageweise für Perspektiven opfert, bei denen, von denen man noch nicht weiß, was da bei hinten bei rauskommt. Ja, man muss sich zumindest anhören. Also ich werde diese Infos zu den Terminen auf alle Fälle in die Shownotes unten reinpacken. Ah, danke. Und Veröffentlichungstermin ist eigentlich für Sonntag, 11. Februar geplant, sodass das auch für die süddeutschen Kollegen hier alles noch rechtzeitig drin wäre. Genau. Deine Hörer sind ganz herzlich willkommen, auch wenn sie sich kurzfristig noch anmelden. Denke ich auch. Super. Ich denke, wir lassen es für heute mal dabei. Und wenn es wieder Aktuelles gibt, dann setzen wir uns einfach nochmal zusammen. Uwe, gerne. Vielen Dank für deine Zeit heute. Und ganz herzlichen Dank für die Gelegenheit, mit dir so ausführlich zu reden. Und du hast mir auch richtig Raum gegeben. Ich finde es wunderbar. Und jetzt drücken wir uns die Daumen, dass es vorwärts geht. Genau. Danke nochmal. Ich danke dir. Alles Gute, Uwe. Danke. Ciao. Danke. Tschüss. Das war's schon wieder für heute. Danke, dass du dabei warst bei Boden und Leben, dem Podcast rund um 20 Zentimeter, die die Welt ernähren. Wenn du mehr über mich, uns als Familie und unseren Betrieb erfahren möchtest, dann abonniere diesen Podcast, folge mir auf Instagram unter michael.reber und abonniere unseren YouTube-Kanal Innovative Landwirtschaft Reber @michael.reber. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch eine fruchtbare Woche.